In vielen Werkstätten gibt es sie noch. Metallregale. Ein Ort des Chaos. Werkzeuge, unzählige Kisten und Dosen stapeln sich hier turmhoch unter dicken Staubschichten. Doch jetzt ist endgültig Schluss damit. Denn mit Festool Elektrowerkzeugen können Sie Ihrem Premium-Werkzeug und Zubehör endlich ein angemessenes Zuhause ganz einfach selbst bauen. Mit zahlreichen Schubkästen für Fräser, Bohrer, Kleinteile und Maschinenzubehör. Mit praktischen Auszugböden für Ihre Sustainer. Und mit einem riesigen Platzangebot hinter den vor Staub schützenden Türen. Den kompletten Zuschnitt der langen Seitenwände können Sie bequem mit einer Führungsschiene und einer Tauchsäge erledigen. Für lange Zuschnitte können Sie auch problemlos zwei Schienen miteinander verbinden. Als erstes sägen Sie mit Hilfe der Schiene und der TS55 eine schnurgerade Bezugskante an die Seitenwand. Der Sägeschnitt ist dank der Gummilippe an der Führungsschiene extrem sauber und nahezu ohne Ausriss. Dann drehen Sie die Wand um und legen ein paar Spanplattenreste darunter, damit Sie nicht in den Multifunktionstisch sägen. Anschließend montieren Sie mit wenigen Handgriffen die als Zubehör erhältlichen Parallelanschläge an die Führungsschiene. Damit sägen Sie dann die Seitenwände exakt auf Breite zu. An einer Skala können Sie dazu den kleinen Anschlag präzise auf das erforderliche Maß einstellen. Die beiden Parallelanschläge liegen dicht an den Stirnseiten der Seitenwand an und klemmen sie quasi ein. Dadurch liegt die Führungsschiene sicher auf dem Werkstück auf und kann nicht mehr verrutschen. So wird auch der Zuschnitt von fast 2,80 Meter langen Seitenwänden zum Kinderspiel. Und die Schnittqualität ist problemlos mit einer 10.000 Euro teuren Formatkreissäge vergleichbar. Zuerst spannen Sie einen zur Rückwand dicke passenden Nutfräser in die Oberfräse. Danach stecken Sie den Parallelanschlag in die Maschine und stellen den Abstand des Fräsers zum Anschlag auf etwa 8 bis 10 mm ein. Mit ein paar Multiplexleisten können Sie die Anschlagfläche verlängern und erreichen besonders am Anfang und Ende der Holzkante eine wesentlich bessere Führung der Fräse.
stecken Sie zum Schluss ein Stück der Rückwand in die Nut und achten Sie darauf, dass sie nicht zu fest sitzt. Etwas Spiel in der Nut erleichtert später die Montage der Schrankwand ungemein. Lochreihen können Sie bequem mit der Oberfräse herstellen. Außer der gelochten Führungsschiene finden Sie im Anwendungssustainer für Lochreihen alles, was Sie dazu benötigen. Zuerst montieren Sie die Oberfräse mit Hilfe des Zentrierdorns auf die Führungsplatte. Anschließend entfernen Sie den Zentrierdorn wieder und spannen den 5 mm Dübelbohrer in die Maschine. Dann befestigen Sie den Längenanschlag unter der gelochten Führungsschiene und stellen den Seitenanschlag mit Hilfe der Skala auf 37 mm ein. Das ist der genormte Abstand der Lochmitte zur Vorderkante der Seitenwand. Auch den zweiten Seitenanschlag stellen Sie genauso ein und fixieren ihn am hinteren Ende der Schiene. Da die Seitenwand länger ist als die Schiene, spannen Sie sie mit einer Holzleiste fest. Vorne können Sie die Führungsschiene wie gewohnt mit der passenden Zwinge befestigen. Danach müssen Sie nur noch den vorderen Seitenanschlag wieder entfernen und schon können Sie die Führungsplatte samt Oberfräse auflegen und die erste Lochreihe bohren. Bei sehr langen Seitenwänden sollten Sie die Lochreihen immer von den Enden bis zur Mitte der Seitenwand bohren. Dort, wo sich die Lochreihen dann in der Mitte treffen, beträgt der Lochabstand in der Regel zwar keine 32 mm mehr, was aber in der Praxis absolut kein Problem darstellt. Nicht nur die Präzision der Lochreihe ist beeindruckend, sondern auch die absolut ausrissfreien Bohrungen, selbst in kunststoffbeschichteten Spanplatten. Wenn Sie vorhaben, viele Schubkästen in Ihrer Seitenwand einzusetzen, lohnt es sich, die hintere Lochreihe genau auf den Lochabstand der Schubkastenführung abzustimmen. Dazu stellen Sie einfach die beiden Seitenanschläge auf das entsprechende Abstandsmaß ein und bohren auf die gleiche Weise auch die hintere Lochreihe. Dort, wo sich später Deckelboden und fester Zwischenboden befinden, werden sogenannte Einschraubdübel aus Metall in die 5 mm Löcher eingedreht. Die haben ein passendes Grobgewinde, das sich in das Loch einschneidet und so für eine stabile Verbindung sorgt.
Für Mittelwände mit einer durchgebohrten Lochreihe gibt es spezielle Hülsen mit Innengewinde und den dazu passenden Einschraubdübeln.